Ich freue mich sehr. Wir sind ein bisschen im Farbkonzept heute. Ja. Ne? Und dann noch in diesem Studio. Ganz verrückt. Ja, schön. Ihr Ministerium unterstützt unter dem Namen Demokratie leben Projekte, die Demokratie fördern. Wie läuft es denn so? Haben die Leute noch Lust auf Demokratie? Ja, definitiv. Also das ist schon nach wie vor so. Es ist leider so, dass die, die dagegen sind, dass die im Moment sehr, sehr laut geworden sind, dass es auch zugenommen hat und dass die, die unsere Demokratie sozusagen wollen, unterstützen, ne, die klare, breite Mitte, dass die momentan auch ein bisschen erschöpft ist und leise ist, aber sie ist da. Okay, ja, ich bin total beruhigt, weil ich hatte das Gefühl, es gibt so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, auch was die Demokratie angeht. Ne? Also es ist ja nun durchaus so, dass zum Beispiel die AfD wahnsinnig hohe Umfragewerte hat und auch, dass ich das Gefühl habe, die Leute haben nicht so wahnsinnig viel Lust, sich mit der Demokratie auseinanderzusetzen. Ich könnte mich hier hinsetzen und Parteienkritik äußern. Unser Thema ist Klimaschutz heute. Ich könnte auch die Frage stellen, ob sogar die Grünen nicht, ob sie mehr sind als das kleinste Übel, was Klimaschutz angeht. Aber ehrlich gesagt interessiert mich das heute gar nicht. Ich bin nicht hier, um Parteienkritik zu äußern, sondern um WählerInnenkritik zu äußern. Wie erklären Sie sich denn, dass Menschen Parteien wählen und immer, immer wieder wählen, die die Lebensgrundlagen ihrer Kinder zerstören und zerstören lassen? Ja, es ist auch schwierig, jetzt von einer Politikerin zu verlangen, dass sie Wählerinnen-Bashing macht. Das ist jetzt auch nicht die beste Methode, mit dem Wähler umzugehen. Das muss ja kein Bashing sein, aber wenn man den Wähler und die Wählerin ernst nimmt, dann kann man sie doch kritisieren. Alles andere ist entmündigend. Es gibt viele Leute, die in Deutschland auch engagiert sind. Aber wie Sie es eben schon gesagt haben, Demokratie ist schon voraussetzungsvoll. Und da muss man sich schon auch einbringen. Da kann man sich nicht einfach privatisieren und zurückziehen. Und ich finde es auch nicht so toll, dass, wenn man mal fragt, sozusagen, wer guckt denn heute auf die Tagesschau, wer informiert sich täglich mit entsprechenden Nachrichten. Das ist ja deutlich zurückgegangen. Viele informieren sich eben tatsächlich nur in ihrer privaten Blase oder eben auch mit anderen Informationen, dann macht es natürlich für eine Demokratie nicht so ganz einfach, die Menschen zu erreichen. Und deswegen gibt es eben solche Programme wie die, die ich dazu verantworten habe. Und die versuchen eben, direkt zu den Leuten hinzugehen und tatsächlich bei denen lebenspraktisch anzufangen. Weil eine ganze Menge von dem Frust gegenüber der Politik hat ja auch damit zu tun, dass sie sagen, ihr wollt immer, dass wir uns mit eurem Zeug da beschäftigen, aber ihr kümmert euch ja gar nicht um mich. Ihr seid ja gar nicht, was mich jeden Tag umtreibt, das seht ihr nicht und darum kümmert ihr euch nicht. Und da ist ja auch was dran. Und deswegen ist es eben so, dass ich zum Beispiel Projekte mache, die in Nachbarschaftszentren gehen, die in Schulen gehen, ja, wo vor Ort eben über sozusagen schön niedrigschwellig mit den Leuten gesprochen wird. Das ist ja toll, solche Projekte zu machen. Ich muss mal kurz einhaken, ja, weil dieser Bullshit-Count tatsächlich was macht. Der ist eben mal so auf eine solide 40 gestiegen. Das war schon was. Ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen, woran es liegt, aber vielleicht ein bisschen, dass es nicht so direkt eine Antwort auf die Frage war. Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum, die würde ich sehr gerne reinholen. Hi. 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 Ich mache die Wortbildung allerdings tatsächlich nur, weil Sarah uns vor der Sendung ein Bier versprochen hat für denjenigen, der den ersten Beitrag. Das hast du jetzt der Öffentlichkeit verraten. Verdammt. Danke. Ich möchte dazu sagen, dass ich auch ehrlich gesagt habe, dass ich gar kein Bier habe. Ne? Also so ist nicht. Aber das habe ich leider nicht gehört. Ja, du musst jetzt trotzdem was bringen natürlich. Ne? Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass ganz viel einfach in der Verdrängung von Menschen liegt. Ne? Also entweder es sind dann halt gerade andere Themen, die gerade wichtiger sind. Ne? Ganz klassisch hatten wir 2017 ja auch bei der sogenannten Geflüchtetenkrise. Dann ist es auch so, dass man das im Alltag einfach so gerne verdrängt. Also ich spreche auch wirklich, naja, gerne kann man jetzt zum Teil sagen, aber ich spreche zumindest häufig über Klimaschutz. Und viele Leute sagen mir dann einfach, nee, warum machst du dir denn überhaupt so ein schlechtes Gewissen? Also das ist jetzt doch nicht so schlimm, wo ich mir so denke, Freunde, wir haben keine Zeit mehr. Und das sind dann, also ich habe halt auch das Gefühl, dass es so teils ein Demografieproblem ist. Weil ich kann es ja auch verstehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 70 wäre, vielleicht würde ich das dann nicht ganz so streng sehen. Das stimmt übrigens nicht. So, also ich bin ja in mein Haus gekommen, bin Ministerin geworden, ne? Letztes Jahr im April war das und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Themen da gehabt. Und ich bin ja eben auch Seniorenministerin und dann habe ich eben auch die Senioren getroffen und habe genau, ne, mit dieser These mich rangekommen. Ich sage, wie ist das denn mit der Forschung bei den älteren Leuten? Das ist doch bestimmt da ein Problem. Und nein, ist aber nicht so.
Das ist das sozusagen die, die nicht so unterwegs sind, dann sind eher die in der Mitte. Das sind eher die sozusagen zwischen 30, 40 und 60. Ja? So, wenn die 70, 80 sind, dann wissen die vielleicht noch nicht genau, wie ein klimaneutrales Haus genau aussieht, weil sie das noch nicht gesehen haben. So, aber die machen sich eben tatsächlich Sorgen um eure Zukunft. Die sind schon noch mal anders drauf und das steigt tatsächlich da wieder an. Also deswegen ist das nicht zufällig, dass es Omas for Future gibt und so, weil die dann wieder wirklich engagiert sind und für euch eine gute Zukunft haben wollen. Thema Verdrängung im Alltag ist natürlich ein guter Punkt. Es wird viel diskutiert über aktuellen Klimaprotest. Ich möchte heute vermeiden, wie gesagt, jetzt große, neue, schlimme Namen dafür zu finden, ne, und was alles schrecklich am bestehenden Klimaprotest ist, sondern eher die Frage stellen, was man denn besser machen kann. Und wir haben genau das schon getan. Wir haben unsere Internet-Community gefragt, wie man denn auf das Problem Klimaschutz hinweisen und wirklich Aufmerksamkeit dafür generieren kann, ohne den Großteil der Gesellschaft gegen sich aufzubringen. Und das ist dabei rausgekommen. Das Klimaschutzkonzept der FDP ist nämlich ganz einfach. Wir machen Benzin und Gas immer teurer. Wir brauchen eine Klimademo, die so groß ist, dass sie nicht als abgetan werden kann, als ein paar Spinner. Ich meine zum Beispiel Taylor Swift, die hat irgendwie über 200 Millionen Follower auf Instagram. Und wenn solche Menschen mal anfangen würden, zu sagen, hey, das ist unser Planet, das ist unsere Erde, das ist unsere Zukunft, das ist alles, was wir haben. Ich glaube, dann wäre die Aufmerksamkeit viel größer, weil jeder Mensch hat Vorbilder. Jeder Mensch hat irgendjemanden, zu dem er aufschaut. Protest statt Antitest. Klimahacks, Klimaumarmungen. Eine Pausentaste. Die Menschen, die es können und wollen, machen Pause, halten inne und denken darüber nach, wie wir eigentlich leben wollen. Wenn wir nicht an Straßen festkleben sollten, dann wohl einfach an Politikern. Es gibt so viele davon, da kriegt bestimmt jeder einen ab. Und nun möchte ich diese Runde erweitern um eine Frau, die mehr junge und alte Menschen für demokratische Teilhabe mobilisiert hat, als wir alle zusammen. Sie hat Fridays for Future in Deutschland groß gemacht. Macht einen großen Applaus für Luisa Neubauer! Wir haben gerade Vorschläge für einen neuen Klimaprotest gehört. Was sagst du an PolitikerInnen festkleben? Gute Idee, gute Protestform? Ich brauche relativ viel Platz im Bett, von daher. Wir hätten gerade eine da. Ach so, Gott, das hab ich so missverstanden. Nee, ich wollte eigentlich gerade so was sagen wie, brauchen wir überhaupt noch Protest? Um zu gucken, ob der Buzzer funktioniert. Der Bullshit-Buzzer, ist der da? Okay. Er war eben da, okay. Guck mal, da ist er. Ich finde, guck mal, ja. Genau, Bullshit. Ich glaube, wir brauchen Protest und ich glaube, wir müssen uns im Zweifel gar nicht einigen, was jetzt der Beste aller Proteste ist. Ich glaube, solange wir uns einigen, dass es Protest braucht und wir so eine Art Großzügigkeit darin entwickeln, auszuprobieren, was geht, was man machen kann, sind wir okay. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht zu einfach ist. Also die Frage, ob es Protest braucht oder nicht, die würde ich tatsächlich auch gar nicht stellen, weil ich die klar zu beantworten finde auch. Aber es ist ja nicht egal, wie man protestiert. Mhm. Und es gibt, glaube ich, momentan, kann man sagen, die zwei präsentesten Klimabewegungen in Deutschland sind nach wie vor Fridays for Future, einfach weil sie einmal so unglaublich groß geworden sind. Und die letzte Generation, weil sie seit Monaten sehr, sehr viel von sich reden macht. Und es gibt, wenn man Umfragen glauben darf, eine große Zustimmung nach wie vor in der Bevölkerung zu Klimaschutzmaßnahmen. Aber es gibt eine sehr, sehr große Abneigung in der Bevölkerung der letzten Generation gegenüber. Und die Frage ist schon, ob es am Ende doch der Sache schadet oder ob es der Sache hilft. Fridays for Future international ist ja auch gerade in die Kritik geraten, nicht grundlos, aus guten Gründen tatsächlich. Du hast dich sehr, sehr klar distanziert von Greta Thunbergs Aussagen zum Nahostkonflikt.
Und so können Bewegungen natürlich, also es gibt ja ganz viele Leute, die unabhängig davon, wie sie jetzt selber zu weltpolitischen Geschehen und zum Antisemitismus und zum Nahostkonflikt stehen, die sich wahnsinnig gefreut haben darüber. Ne? Die irgendwie so gedacht haben, ja, das ist doch super, jetzt sind wir die los, dann sind wir ja jetzt durch damit. So, aha, ne? Genau. Und das ist, ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, aber das ist ja nicht egal. Also was Bewegungen, die einmal eine große Aufmerksamkeit bekommen, mit dieser Aufmerksamkeit machen, da kann man, glaube ich, macht man es sich zu leicht, wenn man sagt, ja, macht halt irgendwas. Nee, so meine ich das nicht. Bewegungen müssen sehr ordentlich darüber nachdenken, was sie tun. Ich glaube, was in der Debatte um so Protestform übersehen wird, ist, dass es in meinen Augen nur sehr anteilig darauf ankommt, welchen Protest man ganz konkret macht. Und mindestens so entscheidend die Geschichte ist, die man darum erzählt. Ehrlicherweise, Klimazerstörung ist einfach wahnsinnig ästhetisch. Sieht alles schön aus, die guten Autos, die schnellen Filme, die tollen Klamotten, Fast Fashion, großes Fliegen, große Schiffe. Das ist ja alles erstmal so, da steckt ja ein ganz unglaubliches Versprechen dahinter. Und ich frage mich, was denn unser Angebot? Und wenn wir Protest machen und wenn wir Menschen mobilisieren, dann brauchen wir eben auch ein richtig verdammt gutes Angebot. Ich meine, da stecken zwei Dinge drin. Da steckt einmal die Sache drin, dass wir uns natürlich wahnsinnig lange und intensiv auf einem Nebenschauplatz aufhalten. Übrigens auch der schönere Nebenschauplatz. Also die Protestform zu kritisieren, ist ja das Unterhaltsamere. Ne? Das macht ja Spaß. Das ist ja so ein bisschen Trash-TV sozusagen. Man regt sich drüber auf und das macht ganz viel Spaß. Und das ist aber ja ein Nebenschauplatz. Nur, soweit geht meine Kritik tatsächlich auch an der letzten Generation, es gelingt ihr als Bewegung ja nicht, die Debatte zurück zum Klimaschutz zu bringen. So, und das ist ja ein Problem. Und das andere, was du sagst, ist aber spannend, weil du sagst, die Bilder sind schön, die Erzählung ist gut, nur in dem Moment, in dem du mit einer durchaus harten Realität die Menschen konfrontierst, hast du ja nicht das Recht, dir eine Erzählung auszudenken. Nee, es geht nicht darum, die Klimakrise schön zu reden, aber es geht darum, ein Bild zu zeichnen von einer Gesellschaft, die sich wehrt und die zusammenkommt, die zusammen wächst, die über sich hinaus wächst, im Sinne des Klimaschutzes. Und ich glaube so, ich frage mich die ganze Zeit, ne, wir haben jetzt alle dieses Robert-Habeck-Video zum Beispiel gesehen, und ich frage mich die ganze Zeit, wo ist dann jetzt der Kanzler, der zum Beispiel sich mal hinsetzt und sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben offensichtlich hier ein Bedürfnis nach Aufklärung, da würde ich mich zur Verfügung stellen. Und ich wollte Ihnen mal gesagt haben, Klimaschutz ist für mich eine absolute Priorität. Nicht Greta zuliebe oder sonst wem zuliebe, nicht haben wir dem Pariser Abkommen zuliebe, nicht den Molekülen zuliebe und dem Eisbären zuliebe und irgendwelchen Eisschollen oder was auch immer zuliebe, auch nicht für Marc-Uwe Kling. Also bei alle, ein bisschen schon, ne? Ja. Klima ist das Thema, was mich jeden Tag bewegt, weil ich möchte, dass Sie alle sicher sein können. Ich bin kurz unsicher, Robert Habeck ist nicht Bundeskanzler? Nein. Er ist Bundeskanzler. Soll ich helfen? Man unterschätzt diese Vorbildfunktion, die Leute haben. Natürlich kann man Menschen motivieren. Und das ist auch ganz klasse, wenn man sich überlegt, wie verändern wir alle unseren Alltag und so. Das ist ja auch, gehört auch alles dazu. Nur ich glaube, ne, wir sehen ja auch, was uns vorgelebt wird. Aber ich finde das zu einfach. Wir leben in einer Demokratie. Und bei aller Politikverdrossenheit, die zu herrschen scheint, kann man ja ruhig mal erwähnen, dass wir in einer wahnsinnig gut funktionierenden Demokratie auf vielen Ebenen leben. Das heißt, wir können die Leute abwählen. Wieso machen wir es nicht? Was ist deine Theorie? Wieso wählen wir die Leute nicht ab? Oh, das ist eine super gute Frage. Ich fand den bayerischen Wahlkampf dafür total interessant. Da konnte man das ja, das war ja in diesen Bierzelten viel, hat der stattgefunden. Und das war wahnsinnig interessant zu sehen. Und da hat man gemerkt, dass ich wurde auch komplett abgeholt von Söder, weil ich das Gefühl hatte. Im Bierzelt? Im Bierzelt, ja, also nicht, also im übertragenen Sinne nicht. Okay. Cringe. Nein. Morgenbildschlagzeile. Nee, wir haben richtig gut gesehen, wie das politische Greenwashing mittlerweile funktioniert. Und wir haben festgestellt, wie schnell das ging. Es gab 2019 diesen Moment, da war das allen total unangenehm, dass sie mit dem Klima eigentlich noch nicht so viel anzufangen hatten. Tatsächlich mit Ausnahme der Grünen, die natürlich da sich besser auskannten. Und da gab es so ein Rumgewurschtel, da war man sich nicht sicher.
Und dann mit der Europawahl, wo man gemerkt hat, das Klima hat gewonnen, alle anderen haben verloren, gab es wirklich einen Schalter, der war umgelegt und alle hatten Klimaprogramme. Ich glaube, eine der großen Lehren war, dass man wirklich weit kommen kann in der Politik mit grünen Überschriften. Und das heißt, wenn ich im Wahlkampfzelt stehen kann und den Leuten verspreche, ja, natürlich machen wir das mit dem Klima und es wird sich sonst überhaupt nichts verändern. Und die sind alle großartig und um es in den Worten von einem Kandidaten dazu sagen, esst Schnitzel. So, dann warum würde ich das nicht wählen, wenn mir jemand erzählt, ich kann es alles haben, ich muss mich überhaupt nicht entscheiden. Da drüben gibt es diejenigen, die sagen, oh, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Klima und anderen Sachen. Oder jemand kommt um die Ecke und sagt, nee Leute, das geht alles zusammen. Das wäre das Erste. Politisches Greenwashing ist das Reale, es passiert überall. Und es erzählt einfach eine wahnsinnig gute Geschichte. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt. Und das ist, dass man von Menschen in meinen Augen fälschlicherweise erwartet, dass sie sich entscheiden müssen zwischen Klima und anderen Sachen. Und das ist eine Abwägung, die Menschen nicht treffen können, logischerweise nicht. Weil natürlich interessierst du dich, wie dein Planet am Ende des Jahrzehnts aussieht. Du interessierst dich aber auch, ob du Miete am Ende des Monats zahlen kannst. Und ich glaube nicht, dass Politik Menschen vor die Frage stellen darf, sich dort zu entscheiden. Und das heißt, derjenige, der die allerbeste Klimapolitik macht, der muss auch die gerechteste Politik machen, von allen Zeiten den Leuten beweisen, nein, du wirst in deinem Bedürfnis nicht gegeneinander ausgespielt. Und ich würde behaupten, dass viele Parteien meinen, das zu tun, aber offensichtlich ist das nicht angekommen. Das heißt, wer über Klima spricht, muss auch alles andere besprechen. Und jetzt haben wir eine Zwischen. Ja, wir haben noch eine Wortmeldung. Zu dem Thema Motivation und hinsichtlich Eigenverantwortung und so. Ist das nicht einfach schon zu lange versucht worden auf so vielen Ebenen, dass man zu dem Punkt gekommen ist, dass es einfach nicht funktioniert und die Zeit auch abläuft, darauf zu warten, dass die Leute motiviert sind und Eigenverantwortung zeigen? Sollte man nicht vielleicht doch mal mit ein paar Gesetzen nachhelfen und die Leute so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen? Also ich bin die Letzte, die sagt, das sollen wir alles sozusagen in die individuelle Verantwortung schieben. Das ist völlig absurd. Das ist, müssen natürlich Gesetze machen. Aber trotzdem ist es eben so, dass eine Regierung auch per Mehrheit nur Gesetze durchsetzen kann, die von der Bevölkerung auch gewollt werden. Das ist so. Aber nicht... Und das ist, also, darf ich da kurz reinspringen? Ich meine, Sie sind die Politikerin, ja, hier, aber das ist ja nicht, wie Politik gemacht wird. Gott sei Dank muss nicht jedes einzelne Gesetz sich in einem Beliebtheitswettbewerb beweisen. Nee, nicht jedes einzelne Gesetz, aber wir reden ja nicht, Klimaschutz kann ich ja nicht mit einem Gesetz angehen. Nein, aber ich glaube, worauf hier angesprochen wurde, das ist ja ein berechtigter Punkt, es gab auch mal weite Teile der deutschen Öffentlichkeit, die darauf bestanden haben, ohne Gurt zu fahren, so im Auto. Und da hat man entschieden, liebe Leute, wir verstehen, dass ihr das wollt, aber das ist Quatsch, das machen wir nicht mehr, es gibt eine Gurtpflicht. Und da dachte man kurz, ja, das Land geht unter. Ist nicht untergegangen. Und heute denkt man, wie bescheuert waren die Leute damals, dass die wirklich ohne Gurt gefahren sind. Und das ist, ne, denn wir denken an diese Situation mit dem Rauchen in Kneipen, habe ich mir sagen lassen, dass das ein großes Thema war. Ich, ne? Aber ne, da dachte man, das kann man doch nicht machen. Und das ist der Untergang des Arbeiters. Nee. Also bei der Gurtfrage, war ich persönlich sogar noch live dabei. Ja, das ist auch intensiv diskutiert worden, aber hat eben nicht zu totalen Eruptionen der Gesellschaft geführt. Ich lebe im Land Berlin und da hatten wir eben eine Wahl. Da ist meine Partei aus der Regierung rausgeflogen, weil wir eben eine intensive Autodebatte hatten, dass eben die Außenbezirke in Berlin gesagt haben, wir lassen uns das Auto nicht wegnehmen, weil Grüne eben hier in Berlin durchgesetzt haben, dass es eben mehr Radwege gab, damit man eben auch sicher in der Stadt Radfahren kann. So von daher ist das schon etwas, was eben mehrheitsrelevant ist. Und deswegen sage ich, sind wir gut beraten, ne, eben für als in einer Demokratie eine Politik zu machen, die so ist, dass wir die Klimaziele halten können, weil wir überhaupt nichts davon haben, wenn die Welt irgendwie abbrennt. Ja, so. Aber gleichzeitig ist es schon wichtig, dass wir alle Leute mitnehmen. Und deswegen haben Sie ja eben auch darauf hingewiesen, Klima geht nicht ohne Sozial, genau. Aber Klima retten geht auch nicht ohne Mehrheiten. Und das ist jedenfalls etwas, was mir wichtig ist, dass wir es gemeinsam zusammen hinkriegen. Und deswegen müssen wir bessere Politik machen, aber die Leute auch denen ermöglichen, mitzumachen.